Am Wochenende begeistert uns der Zirkus Berolina mit seinen ganz vielen Attraktionen. Und da ich schon etwas länger nicht mehr am Zirkus war, bin ich mal gespannt, was mich da so erwartet. Also es ist immer noch sehr spannend hier und einmalig. Jetzt möchte ich natürlich auch von Ihnen wissen, wie lange gibt es den Zirkus schon? Zirkus Berolina war ja zu DDR-Zeiten einer der größten Zirkusse überhaupt. Und dann nach der Wende, viel hat sich getan, alles ist so ein bisschen untergegangen, aber seit 1995 sind wir wieder voll aktiv im Job, ja. Wow, das hört sich ja echt gut an. Und was für ein Programm steht so auf dem Plan? Bei Berolina natürlich Zirkus pur, das ist ganz klar. Wir führen über 120 Tiere mit uns und wir bieten all das, was ein traditioneller Zirkus eigentlich bieten sollte. In der Luft, in der Manege, die Clowns und natürlich sehr, sehr viele tierische Stars. 2,5 Stunden lang Spannung pur. Wo geht es danach hin, nach Leipzig? Da geht es dann wieder zurück für uns nach Berlin, 7 Wochen und dann so langsam wieder hoch zur Ostsee, Usedom. Gut, danke schön. Und während ich mich noch hier ein bisschen umgucke, schauen Sie sich das Wetter an. Das Wetter für Samstag, den 24. Sonnenaufgang 6.03 Uhr. Morgens 12 Grad Celsius, mittags 17 Grad Celsius und abends 18 Grad Celsius. Den ganzen Tag über bleibt es leicht bewölkt. Dazu weht ein leichter Nordwind. Sonnenuntergang 18.31 Uhr. Das Wetter für Sonntag, den 25. März 2012, Sonnenaufgang 6.01 Uhr. Morgens 11 Uhr Grad, mittags 16 Uhr, 16 Grad. Abends 13 Grad. Den ganzen Tag über bleibt es leicht bewölkt. Es weht ein leichter Westwind. Sonnenuntergang um 18.32 Uhr. Biowetter. Voller Tatendrang starten die meisten Menschen in den Tag. Nach einem erholsamen Schlaf fühlt man sich rundum wohl. Viele Aufgaben fallen leicht, weil man es sich gut konzentrieren kann. Auch Leistungsfähigkeit erhöht sich. Wetterempfindliche klagen jedoch über einen sinkenden Blutdruck. Häufig geht dieser mit Kopfweh oder Migräne einher. Bauernregel, scheint auf St. Gabriel die Sonne, hat der Bruder Freud und Wonn. Es ist das letzte Wochenende, an dem der Berolina Zirkus hier vor Ort ist in Leipzig. Wenn jetzt auch ein paar Erinnerungen in Ihnen geweckt wurden, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Bei mir sind nämlich ein paar Kindheitserinnerungen geweckt worden und deshalb werde ich jetzt mal mir die Show angucken.